Der kleine Prinz, Kapitel 2. So geschah es, dass ich allein lebte und niemand hatte, mit dem ich mich wirklich unterhalten konnte, bis ich vor 6 Jahren in der Sahara einen Unfall hatte. Etwas in meinem Motor war gebrochen. Weil ich aber weder einen Mechaniker noch Passagier an Bord hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es ging für mich um Leben oder Tod, denn ich hatte Trinkwasser für nur 8 Tage. 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt, schlief ich in der ersten Nacht im Sand. Ich fühlte mich einsamer als ein schiffbrüchiger Matrose auf einem Floß im Ozean. Umso größer war meine Überraschung, als mich bei Sonnenaufgang eine seltsame kleine Stimme weckte. Sie sagte: »Bitte zeichne mir ein Schaf.« »Zeichne mir ein Schaf.« Ich sprang auf die Füße, als hätte mich der Blitz getroffen. »Warte mal, Zuli, das ist aber nicht erzgebirgisch.« »Ja, aber österreichisch ist ja auch schön, oder? Außerdem beim Backwurz ist letzte Woche nicht anders angehört, finde ich.« Liebe Auer-Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Legt mal die Handys auf die Seite und lest über die Feiertage ein schönes Buch. Glück auf!